Leute, heute geht es um eines der existenziellsten Themen überhaupt. Es geht um Menschen, um unser Zuhause, um ein Dach über dem Kopf, um Freundschaften, Geborgenheit und um die Angst, all das zu verlieren. Es geht um den Mietwahnsinn in Deutschland. Die Mieten steigen und steigen. Leute werden verdrängt, verlieren ihre Wohnung, ihre Freundeskreise, ihr soziales Umfeld. Und andere Leute machen damit eine Menge Kohle. In Berlin sollte ein Mietendeckel das alles stoppen und der ist jetzt vor Gericht gekippt worden. Aber geht es jetzt immer so weiter? Was wollen unsere Parteien eigentlich machen, damit so viele Menschen keine Angst mehr vor zu hohen Mieten haben müssen und davor ihr Zuhause zu verlieren? Und sind am Ende vielleicht Enteignungen die Lösung? Auf dem Wohnungsmarkt passieren mittlerweile wirklich perverse Dinge. Ich bin bei meiner Recherche über ein paar Geschichten gestolpert, die haben mich hier wirklich mitgenommen. Und die zeigen auch echt gut, wie kaputt der Markt mittlerweile ist. Beispiel 1. In Frankfurt am Main will ein Investor mehrere Gebäude modernisieren. Dafür stellt er über Monate ein Gerüst um die Häuser. Dran gearbeitet wird aber nicht. Dann sollen Leitungen ausgetauscht werden. Die MieterInnen können deshalb ihre Toilette nicht mehr nutzen und müssen monatelang im Hof aufs Klo. Beispiel Nummer 2. Einer Mutter und ihrem Sohn wird in Berlin-Moabit die Wohnung gekündigt. Der Grund dafür? Hinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung. Oder einfacher gesagt, es kam nicht genug Kohle dabei rum. Das Ganze ist aber natürlich keine neue Sache. Beispiel von 2012. Da gab es für MieterInnen eines Berliner Mietshauses 60% Mieterhöhung wegen Modernisierung. Statt 1000 Euro kalt, also 1600 Euro kalt. Ey, und ich könnte jetzt hier noch den ganzen Tag solche Horrorgeschichten erzählen. Es gibt massenhaft. Jeder Siebte zahlt mehr als 40% seines Einkommens fürs Wohnen. Damit ist Deutschland einer der Spitzenplätze in Europa. Der Durchschnitt in Europa ist 9,6%. Und das zeigt doch, wir haben ein massives Problem bei der Wohnkostenüberlastung in diesem Land. Eine Stadt, in der die Mieten in den letzten Jahren besonders krass gestiegen sind, ist Berlin. Da haben sich die Preise in nur 10 Jahren verdoppelt. Gleichzeitig sind die Löhne aber nicht annähernd so schnell gestiegen. Ich muss euch jetzt nicht im Detail vorrechnen, dass die Nummer am Ende nicht aufgeht. Also mehr Miete bei ungefähr gleichem Lohn ist gleich Verdrängung. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte deshalb den sogenannten Mietendeckel eingeführt. Für alle, die ihn nicht kennen, der sah so aus. 1,5 Millionen Mieten wurden in Berlin auf dem Stand von Juni 2019 für 5 Jahre eingefroren. Und tatsächlich, viele Menschen haben durch den Mietendeckel wirklich weniger Miete zahlen müssen. Naja, nur hat der Deckel irgendwie nicht so richtig auf den Topf gepasst. Während sich der Gutverdiener über 6,50 Euro pro Quadratmeter in den besten Lagen freute, sank das Angebot an Mietwohnungen um die Hälfte. Und es wurde für viele Menschen praktisch unmöglich, in Berlin eine neue Wohnung zu finden. Auch die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen sorgt für ein immer knapperes Angebot. Alle Experten, alle Gutachten, die es vorher gab, die ernst zu nehmen waren, haben gesagt, das Land Berlin hat für diesen Mietendeckel keine Kompetenz. Alle haben das gesagt. Und am Ende halt auch das Bundesverfassungsgericht. PolitikerInnen von Union und FDP hatten nämlich gegen den Berliner Mietendeckel geklagt. Das Verfassungsgericht hat dann festgestellt, beim Mietpreisrecht hat der Bund das Sagen und nicht die Länder. Berlin darf den Mietendeckel gar nicht selbst festlegen. Das muss der Bund entscheiden. So, jetzt kann man sagen, nice try Berlin, für eine Weile mussten wirklich viele Menschen weniger Miete zahlen. Aber am Ende hat es nichts gebracht. Was den VermieterInnen durch den Mietendeckel nämlich verloren gegangen ist, müssen die MieterInnen jetzt rückwirkend zurückzahlen. Und wer die Kohle nicht auf die hohe Kante gelegt hat, hat jetzt natürlich ein fettes Problem. Am Mietendeckel gab es auch nicht nur aus der Politik Kritik. Viele Menschen, die sich eine kleine Wohnung zur Altersvorsorge gekauft haben, waren vom plötzlichen Preisverfall genauso betroffen wie große Immobilienkonzerne. Teilweise konnte da nicht mal mehr der Kredit abgestottet werden, weil die Mieteinnahmen so eingebrochen sind. In Berlin bleibt also erstmal alles, wie es war. Und natürlich nicht nur da. Auch im Rest von Deutschland steigen die Mieten seit Jahren. Aber wie konnte es überhaupt zu diesem Wahnsinn kommen? Warum sind die Mieten in den letzten Jahren so durch die Decke gegangen? Wer zur Hölle ist daran schuld? Um das herauszufinden, habe ich mich für euch durchs Archiv des Bundestages gewühlt. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich riesig. Dabei habe ich eine Debatte aus dem Jahr 1951 gefunden. Da waren wahrscheinlich noch nicht mal eure Eltern geboren. Und schon damals, vor 70 Jahren, wurde im Bundestag vor zu hohen Mieten gewarnt. Und wenn man glaubt, nun Mieter gegen Vermieter ausspielen zu können oder einen Teil der Geschäftsleute gegen die anderen, dann dürfte dieser Versuch fehl am Platze sein. Die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, spielt heute zwar keine Rolle mehr, dafür aber die hohen Mieten. Und es ist gar nicht so lange her, dass Entscheidungen getroffen worden sind, die rückblickend dicke Fehler waren. Die rot-grüne Regierung von Gerhard Schröder hat zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau zurückgefahren. Die erste GroKo unter Merkel hat ab 2005 den Wohnungsmarkt weiter dereguliert
Und zwischen 2002 und 2012 wurden in Ostdeutschland sogar rund 300.000 Wohnungen abgerissen. Aus heutiger Sicht wirkt das schon fast wahnsinnig. Mitte der Nullerjahre hat dann staatliche Wohnungspolitik eigentlich nur in teuren Städten wie München oder Hamburg eine Rolle gespielt. Im Rest vom Land wurde weiter privatisiert. Dresden hat 2006 sogar alle seine 46.000 städtischen Wohnungen an einen amerikanischen Investor verkauft. Und auch der Senat in Berlin hat hunderttausende städtische Wohnungen an private Investoren verscherbelt. Der SPD-Finanzsenator Thilo Sarrazin hat 2005 alleine 65.000 Wohnungen an mehrere internationale Fondsgesellschaften verkauft. Mittlerweile sagt die Berliner SPD, das war im Rückblick ein Fehler. Upsi. Das Ganze wäre nicht so super dramatisch gewesen, wenn die Bevölkerung weiter geschrumpft wäre. Davon ging man in den Nullerjahren nämlich noch aus. Aber das Gegenteil ist passiert. Viele Menschen aus der EU sind nach Deutschland gekommen und 2015 und 2016 dann noch mehr als 1 Million Geflüchtete. Das alles hat nicht unbedingt zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beigetragen. So, und jetzt? Der Mietendeckel in Berlin ist gescheitert. Tja, und wie wollen die Parteien die krasse Situation jetzt in den Griff bekommen? Zum Beispiel mit einem Mietendeckel. Ja, richtig, die Linke sagt. Und wenn die Länder die Miete nicht decken können, dann muss es eben der Bund tun. Und deshalb will die Linke den Mietendeckel jetzt für ganz Deutschland. Ringfrei für die nächste Runde, der Mietendeckel schlägt zurück, jetzt noch deckeliger. Wir wollen als Linksfraktion erstens einen bundesweiten Mietenstopp. Okay, ganz ehrlich, dass die Linke das fordert, das wird auch niemanden verwundern. Die will in Berlin sogar noch weiter gehen und große Immobilienkonzerne enteignen. Dazu später mehr. Aber um ein Vorhaben wie einen bundesweiten Mietendeckel durchzudrücken, dafür bräuchte die Linke natürlich Verbündete. Und es ist auch ganz klar, wer das nicht sein wird. Mit der CDU, der Partei der Miethaie und Immobilienlobbyisten ist kein Mietendeckel zu machen. Mit ihnen ist ehrlich gesagt gar nichts mehr zu machen. CDU, raus aus der Regierung. Nur ohne sie kriegen wir einen bundesweiten Mietendeckel hin. Okay, jetzt schmeißen wir mal ein bisschen die Spekulationsmaschine an. Die CDU hängt ja aktuell in einem ordentlichen Loch fest. Und nachdem Armin Laschet als Kanzlerkandidat die Umfragewerte in den Keller hat rasen lassen, bringt Annalena Baerbock den Grünen einen kleinen Beliebtheitshype. In einigen Umfragen haben die Grünen die Union sogar schon überholt. Und das bedeutet gleichzeitig, auf dem Papier stehen die Chancen für ein Linksbündnis, also Grün-Rot-Rot, so gut wie ganz lang schon nicht mehr. Aber wäre dann ein bundesweiter Mietendeckel wirklich realistisch? Schauen wir uns das doch mal zusammen an und ich würde sagen, das klingt doch erstmal noch sowas wie Einigkeit. Deswegen braucht es einen Bundesmietenstopp im Mietrecht, damit diese Wohnungsmärkte, die völlig aus dem Ruder geraten sind, damit dort reguliert werden kann und das Recht auf Wohnen erneuert werden kann. Im Entwurf des Wahlprogramms der Grünen steht das so deutlich nicht drin. Fairerweise muss man aber sagen, das Wahlprogramm wurde veröffentlicht, bevor das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat. Was die Grünen trotzdem fordern, Mieterhöhungen sollen im Jahr auf 2,5% begrenzt werden. Dazu wollen die Grünen den Wohnungstausch erleichtern. MieterInnen sollen künftig ihre Wohnungen einfach tauschen können, ohne dass die Verträge dabei gekündigt werden müssen. Und die Grünen wollen ein Grundrecht auf Wohnen ins Grundgesetz schreiben und so Wohnungslosigkeit bekämpfen. Denn das Grundrecht auf Wohnen in dieser Gesellschaft ist bei diesen exorbitanten Mietsteigerungen massiv gefährdet. Klingt zumindest so, als ob Linke und Grüne sich da einig werden könnten. Fehlt für Grün-Rot-Rot noch ein Rot und das ist die SPD. Und da lautet die Frage natürlich auch, ist die SPD für einen bundesweiten Mietendeckel ja oder nein nach dem Vorbild des Berliner Mietendeckels? Und die Antwort ist ein ganz klares Jein. Der eine sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe durchaus wesentliche Aspekte der Berliner Gesetzgebung kritisch gesehen, weil ich aktiv bin in einer Mietergenossenschaft und von dort gab es auch viel Kritik an diesem Vorhaben. Und der andere sagt, und wir haben im Ruhrgebiet besonders viele Menschen, die wenig Einkommen haben. Und für diese Menschen, und das sage ich für die SPD-Fraktion, brauchen wir einen Mietpreisdeckel bundesweit, regional definiert durch die Länder. Also die SPD ist sich beim Thema Mietpreisdeckel noch nicht wirklich einig. Was aber feststeht, wir wollen als SPD ganz klar, und das haben wir schon vor Jahren vereinbart, das steht auch bei uns im Wahlprogramm, einen Mietenstopp, der sich an der Inflationsrate orientiert, weil das ist rechtssicher und das soll in angespannten Wohnungsmärkten funktionieren. 2015 hat die SPD übrigens gemeinsam mit der Union eine bundesweite Mietpreisbremse verabschiedet. Die soll Mieterhöhungen auf 10% über der örtlichen Miete begrenzen. Aber wirkt die Bremse auch? Das Institut für Wirtschaftsforschung hat das mal gecheckt und festgestellt, jein. Die Mieten steigen zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber halt immer noch schneller als die Nettolöhne.
Verdrängung wird so also nicht nachhaltig verhindert, sondern höchstens verlangsamt. Mietendeckel, Mietenstopp, Mietmoratorium, unterschiedliche Namen, aber mit dem gleichen Ziel. Mieten runter, indem der Staat den Markt reguliert, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Grüne, Linke und SPD fahren da einen ähnlichen Kurs bis zu einem bestimmten Level. Seit 2 Jahren wird nämlich immer wieder über die ganz radikalen Maßnahmen gesprochen. Kennt ihr vielleicht den hier? Aus der krassen Wohnungsnot schlagen seit vielen Jahren Immobilienkonzerne Profit. Mittlerweile gehen dagegen zehntausende Menschen auf die Straße und sagen, nehmt denen die Wohnung weg. Unser zweites Die da oben Video ever war zum Thema Enteignung. Das ist mittlerweile 2 Jahre her. Und die Nummer hat in Berlin mittlerweile ganz schön Fahrt aufgenommen. Die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen sammelt überall in der Stadt Unterschriften, um einen Volksentscheid auf die Beine zu stellen. Und dann sollen die Menschen aus Berlin darüber entscheiden können, ob großen Immobilienkonzernen die Wohnung weggenommen werden sollen. Die Linke stellt sich sogar im Entwurf ihres Wahlprogramms zur Bundestagswahl hinter die Kampagne. Aber ganz ehrlich, auch wenn das Thema Enteignung sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, eine Chance, dass das auf Bundesebene zu einem Gamechanger wird, halte ich für sehr, sehr gering. Denn die Linke steht damit relativ alleine da. Auch wenn sich die Berliner Grünen für die Kampagne ausgesprochen haben, sieht deren Spitzenkandidatin für die Senatswahl da noch rechtlich viele offene Fragen. Und im grünen Programmentwurf zur Bundestagswahl kommen Enteignungen gar nicht vor. Und die SPD wäre da sowieso nicht dabei. In Berlin hat sich die Spitzenkandidatin, eine gewisse Franziska Giffey, kennt ihr vielleicht, klar gegen Enteignungen ausgesprochen. Enteignungen werden also besonders auf Bundesebene sehr wahrscheinlich keine Option sein. Andere staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt würden aber unter Grün-Rot-Rot definitiv ein Thema werden. Aber das ist alles nur heftige Koalitionsspekulation. Lasst uns aber drauf schauen, wie die anderen Parteien im Bundestag den Mietenwahnsinn in den Griff bekommen wollen. Denn Spoiler Alert, die andere Hälfte des Bundestags lehnt einen Mietendeckel komplett ab. Schauen wir erstmal, was noch so aus der Opposition kommt. Wenn man sich die Debatten der letzten Jahre reinzieht, merkt man, dass von der AfD immer wieder eine Sache betont wird. Solange man es nicht fertig bringt, sich einzugestehen, dass die Flüchtlingskrise von 2015 dieses Land überfordert hat und immer noch überfordert, solange man sich nicht eingesteht, dass der massenhafte Zuzug illegaler Einwanderer den Mietwohnungsmarkt schlagartig überfordert hat und solange man sich nicht eingesteht, dass diese Schieflage andauert, bis man die Grenzen effektiv schützt, solange wird es keine Lösung für die Probleme am Wohnungsmarkt geben. In der Vergangenheit ist die AfD aber auch noch durch andere relativ krasse Lösungsvorschläge aufgefallen. Außerdem fordern wir die völlige Abschaffung der Grundsteuer. Dadurch würde das Wohnen in Deutschland von heute auf morgen sofort für alle um 14 Milliarden Euro billiger. Das würde aber auch bedeuten, dass den Kommunen 14 Milliarden Euro Einnahmen wegbrechen würden. In einem Antrag hat die AfD deshalb vor 2 Jahren gefordert, dass der Bund diesen Einnahmeausfall einfach ersetzen soll. 14 Milliarden zahlt aber auch der Bund nicht einfach aus der Portokasse. Wie die AfD 2021 auf die Wohnungsknappheit konkret reagieren will, können wir euch leider noch nicht genau sagen. Ein Programmentwurf zur Bundestagswahl hat sie noch nicht vorgelegt. Die FDP will insbesondere die Bürokratie ziemlich radikal entschlacken. Eine Idee aus dem aktuellen Programmentwurf für die Bundestagswahl: Wenn alle Dokumente vorliegen, aber die zuständige Behörde einen Bauantrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums einfach nicht bearbeitet, dann gilt der Antrag einfach als genehmigt und der Bau kann beginnen. Wir müssen schneller genehmigen, Bauplanungen und Ämter digitalisieren, Baukosten senken, Investitionen fördern, Bauland auch wirklich mobilisieren, statt nur umzuverteilen, Flächen klug nutzen. Und wir dürfen den ländlichen Raum nicht weiter ausbluten lassen. All das trägt zur Entlastung des Wohnungsmarkts bei. All das trägt zur Senkung der Wohnkosten bei. Für die FDP und auch für die Union gilt in erster Linie bauen, bauen, bauen. Bauminister Horst Seehofer hat deshalb zum großen Häuslebauen aufgerufen. Beim Wohngipfel hat die Bundesregierung den Startschuss für Maßnahmen gegeben, die zum Neubau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen in dieser Legislaturperiode führen werden. Dazu hat die GroKo das sogenannte Baukindergeld an den Staat gebracht. Damit werden Familien beim Kauf oder Bau von Eigentum finanziell unterstützt. Pro Kind gibt es 1200 Euro im Jahr an Fördergeldern. Und gemeinsam mit den Ländern hat die Bundesregierung schon zu Beginn der Legislaturperiode eine Wohnungsoffensive an den Staat gebracht. 5 Milliarden Euro sind so in den sozialen Wohnungsbau geflossen. Problem Nummer 1, es wird zwar mehr gebaut, aber halt immer noch nicht genug. Und Problem Nummer 2, Bauen ist in manchen Lagen ultra teuer geworden. Preise für Baugrundstücke sind explodiert. In Berlin oder München zahlt man teilweise 5000 Euro pro Quadratmeter nur fürs Bauland.
Und dann ist da noch kein Bagger bezahlt, keine HandwerkerInnen und schon gar keine energieeffiziente Wohnung. Das ist nämlich ein weiterer Grund, warum Wohnen im Jahr 2021 so teuer geworden ist. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Bauvorschriften von 5.000 auf 20.000 vervierfacht. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzt, zwischen 2007 und 2017 sind die Baukosten deshalb um 30% gestiegen. Zum Vergleich, nebenan in den Niederlanden gingen im selben Zeitraum die Preise nur um 6% nach oben. Auch deshalb fehlt es vor allem an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit weniger Geld auf dem Konto. So, Bauen wird also teurer, die Bevölkerung wächst auch und der Wohnraum wird dadurch immer knapper. Das sind jetzt natürlich alles Gründe, für die du und ich, für die wir erstmal nichts können und auf die wir auch nicht so wirklich Einfluss haben. Was aber dazu kommt, wir leben in Deutschland noch immer auf großem Fuß. Nur in der Schweiz leben die Menschen im Schnitt auf mehr Quadratmetern pro Kopf als wir hier in Deutschland. Dass die Mieten in Deutschland gerade so unglaublich hoch sind, hat also echt super viele Gründe. Tatsächlich tut die Politik ja auch was dagegen, aber hilft das wirklich? Reicht das aus? Fazit. Mir ist bei meinen Recherchen zwar klar geworden, dass das Problem schon vor Jahren entstanden ist, als viele städtische Wohnungen verkauft worden sind, die heute fehlen. Aber mich überzeugt irgendwie keiner der Lösungsvorschläge aus der Politik so richtig. Der Mietendeckel von Rot-Rot-Grün ist erstmal vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Und dass er auf Bundesebene kommt, ist eher unwahrscheinlich. Es gibt aktuell nur eine Koalitionsoption, in der sowas ansatzweise vorstellbar wäre. Nur bauen, 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 wie es die Union und die FDP wollen, hilft wegen der hohen Grundstückspreise und Baukosten auch nicht richtig. Mir fehlen da die wirklich innovativen Konzepte. Wie wir wieder viel, viel mehr Menschen raus aufs Land bekommen. Wie wir das Leben in dünn besiedelten Gebieten mit niedrigen Mieten wieder attraktiv machen können. Lass uns mal ein bisschen rumspinnen. Was ist denn mit einem Hyperloop, dem Hochgeschwindigkeitsprojekt von Elon Musk, das er gerade in Las Vegas testet? Oder eine Magnetschwebebahn, wie es sie in China gibt, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin? Come on, Politik, wir leben im 21. Jahrhundert. Denn häufig zieht es die Menschen ja nur in die Städte, weil ländliche Gebiete so schlecht angebunden sind. Was wünscht ihr euch von der Politik? Brauchen wir einen Mietendeckel für ganz Deutschland? Sollte der Staat die Wohnungspolitik komplett in die eigene Hand nehmen und die Wirtschaft enteignen? Oder habt ihr vielleicht Vorschläge, die bisher kaum diskutiert worden sind? Schreibt es mir in die Kommentare. Eine gute Nachricht am Ende, unseren Abo-Button muss keiner deckeln oder enteignen, denn immer genug Platz für alle. Direkt hier klicken. Hier erzähle ich euch noch, warum die Pflege in Deutschland zusammenbricht. Und hier hat Reporter gecheckt, wie durch die Wohnungsnot Studierende in Deutschland abgezockt werden.